Ich hatte eine Empfehlung von einem Professor von mir, der selber dieses Programm gemacht hat. Und er meinte, ja, geh unbedingt an die Domitian Abbey. Schon ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mich zum Studium generell zu informieren, bin ich da schon mal drüber gestolpert. Dann hingen Plakate in der Uni und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der ganz langsam irgendwie gewachsen ist. Und dann habe ich weiter auf der Homepage ein bisschen recherchiert. Dann habe ich eine Bewerbung losgeschickt und jetzt bin ich da. Die Domitio ist ja die Gemeinschaft der zwei Klöster, Tapka und hier auf dem Zion. Wir sind hier mitten in Jerusalem zwischen West und Ost, zwischen Juden, Christen, Muslime. Und dort in diesem Spannungsbogen Theologie zu betreiben auf höchstem Niveau. Und das ist eben das Geheimrezept der Domitio des theologischen Studienjahres, geistig und geistliche Exzellenz miteinander verbinden. Und jetzt vielleicht auch noch so kurz zur Orientierung in der Kirche. Also da vorne hat sich, wie gesagt, durch die Geschichte hin einiges getan. Die Studierenden können unglaublich viel auch hier lernen von den Ostkirchen. Denn das ist ja alles da. Das heißt, auf einmal erlebt man auch, das Christentum hat quasi nicht nur diese westliche Ausprägung, sondern diesen ganzen Kosmos im Osten. Wir können Sachen machen, die einheimische Institutionen nicht so gut machen können, weil wir eben an der römischen Uni sind und vom DAAD finanziert, sind wir dadurch einfach sehr unabhängig. Kooperation mit einheimischen Institutionen, die nimmt heute schon mehr Raum ein, würde ich sagen, als sie das in der Vergangenheit getan hat. Und das ist auch was, was mir jetzt auch in der Funktion der Dekanin oder Leiterin des Programms auch wirklich wichtig ist. Es ist tatsächlich so, dass das theologische Studienjahr wahrscheinlich das älteste Programm im Förderportfolio des DAADs ist. Wir haben natürlich mit großer Freude einfach auch zur Kenntnis genommen, dass ein Programm, was schon so alt ist, sich immer wieder angepasst und entwickelt hat. Das ist ein tolles Programm und wir erleben auch sehr, sehr viel Zuspruch, auch aus dem Kreis unserer Geldgeber. Es ist inzwischen primär das Auswärtige Amt, was den Lehrstuhl finanziert, unterstützt von den Stipendien für die Studierenden, die über das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert werden. Und das Studienjahr ist deswegen so bedeutsam, weil schon vor über 50 Jahren durch Sehen, durch Laufen, durch Begegnen von Leuten lernt man mindestens genauso viel wie durch Textstudium. Wir haben einen Tag gemacht, wo wir wirklich ganz alleine in der Wüste waren, einfach irgendwo uns einen Platz suchen konnten, nur für uns selbst. Es hat mich zu einer Mitte gebracht, wo man deutlich mehr auf die Umgebung geachtet hat. Diese Woche hat mir auf jeden Fall geholfen, nochmal irgendwie zu sehen, okay, jetzt können wir die nächsten 6 Monate auch noch gut gemeinsam verbringen, weil ich das Gefühl habe, dass das eine tolle Gruppe ist. Das theologische Studienjahr Jerusalem bietet eine einzigartige Möglichkeit für Theologiestudierende, die theologischen Orte anzusehen und mit Experten und Expertinnen in verschiedenen Richtungen hier vor Ort in diesem Land einfach kennenzulernen. Es ist eine ganz außergewöhnliche Gelegenheit, eigentlich mit Dozenten in Kontakt zu kommen, in doch einem sehr viel vertrauteren Rahmen, als es jetzt sonst im regulären universitären Curriculum der Fall wäre. Und wenn dann so ein Name, der irgendwie auf dem Papier steht, dann irgendwie leibhaftig vor einem steht, ist das schon besonders und gleichzeitig ist es super entspannt. Und einfach jemand, der so oft schon hier war und das ist natürlich schon besonders. This is important for those dealing with this period, which is the destruction of Jerusalem in 586. I'm not a biblical scholar, I don't deal with texts, but it's important, I think, for people that deal with theology and mainly the history of religion by coming and visiting Israel and Palestine. To get to know the landscape and the people, the climate, that all shaped eventually the creation of these theological concepts. Wenn man eine Vorstellung hat, was man auch an Wissen hat über die Zeiten, wo die, in denen die Texte entstanden sind, zu der sie, über die sie erzählen, da gibt es durch die Archäologie einfach noch mal viel mehr Möglichkeiten, da was rauszufinden. Was hier nochmal ganz wichtig ist und was, finde ich, das Studienjahr auch immer wieder betont, ist, dass auch die Archäologie irgendwie politisch ist und dass man eben genau auch schaut, was ist eigentlich ausgegraben, um biblische Texte auch zu verstehen und vielleicht andere Schichten dann eher vernachlässigt werden. Das heißt, die Archäologie in Israel war dann auch nochmal ein nationales Projekt des Zionismus, um im Land Fuß zu fassen. Mittlerweile ist keiner braucht Israelis heute mehr zu sagen, wer sie sind. Also das Interesse an Archäologie ist in der israelischen Öffentlichkeit sehr stark zurückgegangen.
denke, es ist total wichtig, dass wir Professoren und Dozenten haben, die hier von vor Ort sind. Die kennen die deutsche Kultur und kennen auch die israelische, palästinensische Kultur. So Brückenpersonen, die zum Beispiel deutsch sind oder irgendwann mal hierher gezogen sind. Viele Deutsche denken ja auch immer an Jerusalem als Israel. Wir, die in Israel leben, für uns besteht Israel aus sehr viel mehr als nur Jerusalem, mehr als der Hebräischen Universität im Akademischen. لقائنا اليوم ومحتوى اليوم هو ثلاث مواضيع. We'd like to address in his talk three subjects. العلاقة بين الدين والدولة. The relation between religion and state. والعلاقة بين المجتمع والدين. Ich finde das Studienjahr in Jerusalem wichtig, weil es eigentlich ein sehr ausgewogenes Programm ist. Es kommen deutschsprachige Studenten nach Jerusalem und haben die Möglichkeit, jüdische, israelische wie palästinensische Christen und Muslime zu hören aus erster Hand und mit denen einen Rahmen zur Diskussion zu haben. Wir haben darüber gesprochen, was eigentlich die Kirchensteuer in Deutschland bedeutet. Das gibt es in Palästina zum Beispiel nicht. Ich fand es auch sehr interessant, mit den Religionspädagogen auszutauschen und einen Eindruck zu bekommen, wie sie ihren Beruf eigentlich verstehen. Gerade in einem Land, wo Religion so ein starker Faktor immer noch ist, war eine sehr interessante Perspektive eigentlich, mit Leuten zu sprechen, die sehr konkrete Vorstellungen haben, wie dieser Beruf zu sein hat. Ich habe auch ein paar Kontakte heute geknüpft und hoffe natürlich, dass da ein bisschen was bestehen bleibt. Ich glaube, dass man die Bedeutung nicht unterschätzen kann, eine Zeit lang hier in Israel zu studieren, weil man die Möglichkeit hat, ein so breites Spektrum jüdischer Strömungen mitzunehmen. Es ist eine Chance, die man in Deutschland vor allem natürlich nicht hat. Und dass man sich natürlich als Deutscher in diesem Land die Frage stellt, was man in der eigenen Geschichte für Verantwortung trägt oder zu übernehmen hat, wenn man in diesem Land für ein Jahr leben darf. I think a day like this is of utmost importance, that Jews and Christians can meet together, pray together, learn from each other, especially since we know the history of these two religions that was often painful and even devastating. You know, 1994, it was during Ramadan time. He killed 29 people and 400 injured. 6 months later, when the mosque opened, we found the mosque divided in two parts. Für mich, dieses Abrahamsgrab und diese Figur des Abraham eigentlich immer stand für interreligiösen Dialog und für diese Verwandtschaft der drei abrahamitischen Religionen und diesen Gedanken des gemeinsamen Stammvaters Abraham einerseits so nah zu haben und auf der anderen Seite so zu sehen, wie wenig Einheit tatsächlich da ist. Ich jetzt als Ausländer hier das Gefühl habe, eigentlich so ganz kapieren kann ich es nicht. Für mich, der ich später mal Pfarrer werden will, wird das, glaube ich, ganz viele Erinnerungen wachrücken, wenn ich die Bibel lese und einzelne Städte wie Hebron oder Jerusalem lese, dann werden mir jetzt Bilder aufgehen, die ich hier gesehen habe und die nicht nur eine romantische Hirtenlandschaft ist, sondern die eben ganz akut gerade umkämpft und in Konflikten ist. Man lebt irgendwie nebeneinander, aber man lebt eben nicht miteinander, sondern die einen leben ein komplett anderes Leben und sind so eingeschränkt in ihrer Bewegung. Wir haben ja hier die Situation im Studienjahr, dass wir haben einen geschützten Raum, wir sind unter uns. Ich glaube, das gibt uns die Möglichkeit, in diesem geschützten Raum theologisch zu wachsen. This group has gone through this process of basically creating an image, then like, oh no, that's not what it is, and then coming up with another understanding, then oh, it's not that, and coming up with another one, another one. Most people come with the idea that they're going to learn a few things and they're just going to get it and they're just going to understand Jerusalem. And I think in that way they are really allowing themselves to accept the contradiction that is in Jerusalem and this contradiction images of what Jerusalem is. Ich schätze sehr, dass wir diese Möglichkeit haben, in Kontakt mit Menschen zu kommen, die ganz normal ein Geschäft hier treiben.
Wenn man hier ankommt, man weiß gar nicht, wer sind jetzt eigentlich die verschiedenen Gruppen, die es in der Stadt gibt. Und da war das sehr, sehr gut, so eine persönliche Erfahrung zu hören, um selber auch einen Überblick zu verschaffen. The program has this duality, if you like. One way you are studying the history, but you are also allowing yourself to experience Jerusalem as it actually already emerged and as it already developed. Es ist schon seit langer Zeit ein großer Wunsch, eigentlich zu Beginn dieses Jahres mal im Felsentum gewesen zu sein, Al-Aqsa. Eben der Mittelpunkt der Welt ist, dass einen direkten Zugang nach oben und natürlich auch zu nach unten hat. Das heißt, die Geschichte hat hier begonnen, die Geschichte wird hier enden. Das eine war, dass wir tatsächlich auch mit den muslimischen Studenten zusammen dort waren, weil es sich dann nicht angefühlt hat, als wären wir so ein kompletter Fremdteil eigentlich von diesem Ort, sondern als wäre das wirklich eine gemeinsame Besichtigung. Und wir sind dann halt in diesem Programm, in diesem Theologen, sind wir für 3 Wochen da als Muslime. Und das wiederum wird als muslimisch-christliche Werkwochen bezeichnet. Und bislang war das Programm so, dass Inhalte des interreligiösen Dialogs halt eben zum einen halt diskutiert und thematisiert wurden, also wie man selber eigentlich zur eigenen Theologie einsteht und das aber als Wissenschaftler. Ich komme aus einer christlichen Tradition, die sich relativ wenig bisher mit dem Islam auseinandergesetzt hat und deswegen ist das für mich eine enorme Bereicherung. Es ist nicht nur Bücherwissen, sondern es ist mit vielen Menschen gemeinsam zu tun und mit Erlebnissen, die man nie vergisst. Wir haben wahnsinnig gute Exposure zu diesen Orten gekriegt. Das kriegen wenigsten Menschen auf dieser Erde. Wenn du auch deine Studieninhalte anrechnen lassen möchtest, das auf Deutsch studieren möchtest, ohne jetzt noch mal eine neue Sprache lernen zu müssen, das hat mich überzeugt. Die Erfahrung, die ich teilen würde, ist einfach, sich darauf einzulassen, keine Angst zu haben, irgendwie sich zu bewerben, sondern eben, das ist machbar und ich meine, man sieht es, wir sind auch alle ganz normale Studenten und haben es trotzdem geschafft und man es versuchen soll, sich zu bewerben, weil es sich echt lohnt und weil es eine unglaubliche Chance ist, die wir hier bekommen.